Jolanthe und der Nussknacker ist eine Verflechtung von zwei tollen Werken von Tschaikowski, die Einaktoper Jolanthe und das berühmte Ballett der Nussknacker. Jolanthe ist eine blinde Prinzessin, die nicht weiß, dass sie blind ist, weil ihr Vater ihr so stark beschützen will, dass er es unmöglich für ihr macht, die Welt zu sehen, so wie sie ist. Wir haben versucht, in den Nussknacker-Teilen die Welt zu zeigen, so wie Jolanthe sich die Welt vorstellt. Wie eine zuckersüße, wunderschöne, tanzende Feenwelt mit Blumen, mit Mäuse, mit einer süßen kleinen Nussknacker. Und das geht dann über in die traurige Musik von Jolanthe, wo sie eigentlich singt, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich so traurig. Die Welt ist das gleiche geblieben, aber das Gefühl nicht mehr. Und auch die Ballettwelt wird immer schattiger, immer unverständlicher, immer größer. Dann aber begegnet sie die Liebe. Und plötzlich hat sie einen Grund, die Augen zu öffnen. Für mich ist diese Oper eine Coming-of-Age-Geschichte. Und Omar Merwelber, der auch die musikalische Bearbeitung gemacht hat, Andrei Kajdanowski und ich haben wirklich von diesen drei Genres aus versucht, eine Erzählung zu machen für Kinder und Erwachsene. Es zeigt die Kinder, wie toll die Musik, die Tanz, die Oper Geschichten erzählen können. Es zeigt aber die Erwachsene, was für eine Kraft liegt in die utopische Weise, dass Kinder die Welt sehen.